Normalerweise stehe ich um 7 Uhr auf und lasse die Katze hinaus. Wenn es in der Früh noch so dunkel ist, lege ich mich wieder ins Bett und schalte den Fernseher ein. Um 7:30 stehe ich dann auf, mache mich fertig und bereite meinen Porridge zu. Ja, das ist für Hühner. Manchmal hebe ich ein paar Kartoffeln für mich auf. Das sind sehr gute Kartoffeln. Fast fertig. Just nearly there. Gleich sind wir da. Und der Fuchs ist gerade abgehauen. Auf diesem Sender wird die ganze Zeit nur geredet. Und der Fuchs denkt, dass Menschen da sind. Füchse mögen keine Menschen. Die Hühner sind wunderbar. Alte Damen. Ich habe ein Ei. Wie viele Eier sind es am Tag? Manchmal eins, manchmal zwei, manchmal auch gar keins. Nicht vordrängen, Sie kriegen alle Fotos. Donald Trump wird sich Zeit nehmen für Sie. Verteilen Sie sich, dann sehen Sie besser. Lassen Sie den Dudelsackspielern ein bisschen Platz. In dieser geschützten Dünenlandschaft im Nordosten Schottlands will Donald Trump den, wie er sagt, großartigsten Golfplatz der Welt bauen. Dazu will er auch das Land von Molly Forbes und anderen, die seit Generationen hier leben. Sie haben das Zelt in zwei Bereiche geteilt. Der schicke Bereich ist neben dem Eingang, mit eleganten Tischtüchern und dem ganzen Zeug. Wir haben Kaffee und Kuchen. Hallo allerseits. Sie kennen alle Martin Hartree. Er ist Architekt dieses Projekts. Wie geht es Ihnen? Schön, Sie zu sehen. Das ist der Chef vom schottischen Fernsehen. Sehr gut, ich mag das schottische Fernsehen. Gefällt mir. Eine Zeitung hatte die Schlagzeile, Trump traf auf zwei Demonstranten, zwei Personen und einen Hund. Der Hund war der, vor dem ich Angst hatte. Der hat wirklich böse geschaut. Der Hund sah intelligent aus. Genau. Bis später. Meine Augen sind nicht mehr so gut wie früher. Heuer habe ich die Gänse das erste Mal im März gesehen. Und letztes Jahr im Februar. Diese zwei kommen jedes Jahr wieder. Wir wissen, dass es die gleichen sind, weil sie so lange Hälse haben. Es sind wunderschöne Vögel. Kommen Sie aus dieser Gegend? Aus Glasgow. Oh, das ist nicht schlecht. Nah genug. Sieht ziemlich gut aus. Sie könnte für uns arbeiten, im Verkaufs- oder Personalbereich, okay? Ich sehe so viele bekannte Gesichter von der Presse, die dieses Projekt wirklich toll unterstützt haben. Das ist ein großer Freundeskreis. Das war eine Feier für unsere Freunde, für die Menschen, die uns unterstützt haben. Es war außergewöhnlich für mich, mit meinem Vater gestern den finalen Kurs des Golfplatzes abzugehen. Das ist etwas, das dieses Land für immer prägen wird. Gibt es Fragen? Herr Trump, was würden Sie den vielen Anwohnern hier sagen, die finden, dass Sie das Gesetz hintergehen und keine Rücksicht auf die Umwelt nehmen, nur weil Sie viel Geld haben? Das ist eine sehr interessante Frage, denn ehrlich gesagt ist das ein sehr populäres Projekt. Wir haben von der Stadtverwaltung und der lokalen Politik großartige Unterstützung bekommen. Wir haben die Dünen gerettet und von einem ökologischen Standpunkt aus gesehen, ist die Situation hier viel besser, als sie war, bevor wir gekauft haben. Manchmal kann man Rehe sehen. Sie kommen aus dem Wald da drüben. Sie springen über den Zaun ohne Problem. Das ist wunderschön.
Ich weiß, dass sie wild sind, aber sie sind nicht besonders ängstlich. Es scheint, als würden sie uns unterstützen. Ein bisschen mehr Schwung, bitte. Soll ich nach vorne schauen? So? Schaut her. Was war das Erste, das Donald Trump zu Ihnen gesagt hat? Gib dem Mann einen Job, hat er gesagt. Ich habe aber einen Job. Dreimal hat er gesagt, dass Sie mir einen Job geben sollen. Ich habe einen verdammten Job. Ich brauche keine neue Arbeit. Halten Sie sich kurz, meine Damen und Herren. Es beginnt zu regnen. Gib mir einen Regenschirm. Wenn Sie Herrn Forbes beschimpfen, was hilft das? Schauen Sie, ich bin ein sehr ehrlicher Mensch. Sein Eigentum ist nicht gut gepflegt. Es ist wie in einem Slum. Es ist ekelhaft. Überall liegt Zeug herum. Er lebt wie ein Schwein. Ja, ich habe das gesagt. Ich bin ein ehrlicher Mensch und sage, was ich denke. Deswegen mögen mich manche Menschen und manche Menschen mögen mich vielleicht nicht. Er tut sich selbst einen Gefallen, wenn er sein Haus in Ordnung bringt. Ich spreche nicht über Geld. Es ist eine Frage von ein wenig körperlicher Arbeit. Trump sagt, er hätte mir zweimal einen Deal angeboten. Das sind verdammte Lügen. Die Worte auf diesem Schuppen sagen alles. Schau's dir an. Ich sage, er ist nichts als ein zwanghafter Lügner. Wenn Sie Michael Forbes etwas ausrichten könnten, was würden Sie ihm sagen? Nein, ich habe keine Nachricht. Ich rede nicht mit ihm. Sie genießen das richtig und glauben, dass Sie mit Ihrer Macht und mit Geld gewinnen werden. Nein, ich sehe das nicht als Macht und Geld. Das Gesetz wird gewinnen. Meine Leute haben ihm zwei Angebote gemacht und er hat beide abgelehnt. Er weiß das. Und seine Leute wissen das auch. Wer auch immer die sind. Es steht in der heutigen Zeitung. Sein verdammtes Gesicht ist direkt auf der Titelseite. Warum braucht er unseren Grund für sein Hotel? Weil er nicht möchte, dass die Gäste aus dem Fenster schauen und Müll sehen. Verstehe. Ja, so sagt er das. Bis jetzt hat sich niemand beschwert, oder? Er ist heute früh an uns vorbeigefahren in seinem Range Rover mit abgedunkelten Scheiben. Beim ersten Mal habe ich kein Foto von ihm gemacht. Der Wind hatte ihn erwischt. Die Presse hätte es geliebt. Ich hätte das Foto für ein Vermögen verkaufen können. Seine Haare sind ihm in allen Richtungen gestanden. Da ist er, unter dem roten Regenschirm. Dort, wo er gerade steht, ein bisschen weiter rechts, will er sein Clubhaus bauen. An diesem Platz kommt es allerdings zu Überschwemmungen, weil das ganze Wasser hier runterrinnt. Er wird Schwierigkeiten haben, hier ein Clubhaus zu bauen, solange es nicht auf Stelzen steht. Es sollte egal sein, ob der Bewerber Mutter Teresa von Kalkutta ist und sie mit diesem Bauprojekt Geld für die Armen sammeln würde. Oder, wie in diesem Fall, Donald Trump. Ich glaube, 2006 war der erste offizielle Besuch von Herrn Trump in Schottland. Donald Trump plant, in der Nähe von Aberdeen zwei Golfplätze, ein Hotel mit 450 Zimmern, Ferienappartements sowie Golfvillen zu errichten. Eine Investition von 1 Milliarde Pfund. Das millionenschwere Projekt für das Golfresort in Aberdeenshire wurde abgelehnt. Der Vorsitzende des Komitees hat seine entscheidende Stimme genutzt, nachdem das 3-Stunden-Meeting festgefahren war. Alle Parteien haben sich der nachhaltigen Entwicklung verpflichtet. Und wenn man Trumps Pläne an diesen Auflagen misst, fällt er komplett durch. Sein Projekt war auf den Tourismus von Übersee ausgerichtet. Es war für Menschen gedacht, die über den Atlantik fliegen, nur um ein paar Partien Golf zu spielen und dann wieder zurückfliegen. Es basierte darauf, einen nicht wiederherstellbaren und schwindenden natürlichen Lebensraum zu benutzen. Mr. Trump hat Bedenken darüber geäußert, dass in der Nähe seines Bauplatzes ein Windpark errichtet werden soll. Um ehrlich zu sein, wenn ich beim 18. Loch meines Golfplatzes stehe, möchte ich das Meer sehen. Ich möchte keine Windräder sehen. Guten Abend. Es gibt erneut Hoffnungen, dass die Pläne von Megatycoon Donald Trump, einen luxuriösen Golfplatz in Aberdeenshire zu bauen, vorangehen. In einer dramatischen Wende hat die schottische Regierung die kontroversen Bewerbungspläne an sich genommen und von den Agenten des Stadtrats von Aberdeenshire gestrichen. Noch nie zuvor wurde eine Bewerbung auf diese Art behandelt. Wenn eine bereits abgelehnte Bewerbung auf diese Weise auf Regierungsebene gehoben wird, scheint es, dass die schottische Regierung nicht will, dass die Bewerbung abgelehnt wird.
Zwei Jahre nach der Ankündigung seiner Baupläne hat die schottische Regierung dem US-Tycoon nun grünes Licht gegeben. Meine Botschaft lautet, ich werde für die Schotten den großartigsten Golfplatz der Welt bauen. Es wird nichts Vergleichbares geben und alles wird ökologisch perfekt ausgeführt werden. Zwangsenteignungen werden diskutiert, umgehend gibt es Proteste. 2009 haben Trumps juristische Berater dem Stadtrat Vorschläge gemacht, wie er Enteignungen durchsetzen könnte. Die Trump-Organisation hat den Stadtrat gebeten, Enteignungsbeschlüsse zu nutzen. Und die Abgeordneten hielten es für unangebracht, diesen Vorschlag ohne einen vollständigen Bericht abzulehnen. Die ganze Sache bringt nur sehr viele Unklarheiten. Ich bin enttäuscht und wütend. Das ist eine Aktion von Leuten, die kein Rückgrat haben. Seit dieser Entscheidung müssen die Einwohner mit der ständigen Angst leben, dass sie enteignet werden und ihr Heim gegen ihren Willen verlassen müssen. Sein Haus ist ein Schweinestall. Ein Schweinestall. Meine ganze Familie, alle haben ihr Leben lang Lachs gefischt. Mein Urgroßvater, mein Großvater, mein Vater und alle meine Onkel. Sie waren alle Lachsfischer. Es liegt uns im Blut, man muss es einfach tun. Ich war 14,5, als ich die Schule verlassen habe und mit meinem Onkel zum Fischen gegangen bin. Ich habe ein paar Jahre mit ihm gearbeitet. Jeder hat jeden gekannt. Das war großartig. Wir haben Makrelen gefischt. Und es gibt immer noch jede Menge Hummer, nicht wahr? Sie kommen noch, das ist erst der Anfang. Ich fische noch immer. In den letzten paar Jahren nicht, weil ich Rückenprobleme hatte. Aber nächstes Jahr werde ich wieder fischen. Ich muss mein Boot runter zum Strand bringen. Es ist nicht wie hier, dass man direkt aus einem Hafen kommt. Ich habe Netze am Strand, Stellnetze. Und ich werde auch Verankerungen durch seinen Golfplatz ziehen, denn so macht man das. Wir befestigen die Verankerungen einfach. Darauf freue ich mich schon. Mein Haus war ursprünglich eine Station der Küstenwache und wurde 1954 gebaut, aber es gab schon um 1860 eine Station. Hier rechts ist eine Reihe von 5 Häusern für die Arbeiter der Küstenwache. Und da auf Trumps Plan, da wo mein Haus ist, soll ein Parkplatz entstehen, durch Zwangsenteignung. Die Gebäude dort drüben, dort wohnt Michael Forbes. Er soll ebenfalls zwangsenteignet werden. Das Weiße Haus dort unten, das Haus der Monroe-Familie, auch unter Androhung von Zwangsenteignung. Ich wohne seit fast 3 Jahrzehnten hier. Das ist eine lange Zeit. Die meiste Zeit meines Lebens habe ich hier verbracht, meine Kinder hier aufgezogen. Mein Sohn Finlay wurde hier geboren. Und jetzt kommt dieser Mann aus dem Ausland und weil er Geld und einen Namen hat, werden wir einfach weggeschoben. Das ist eine furchtbare Art, mit Menschen umzugehen. Die Arbeiten für Trumps Golfresort haben mittlerweile begonnen. Es ist erschreckend. Seine Sicherheitsleute. Vor ein paar Wochen, sie sind aus dem Nichts gekommen, haben mein Auto gestoppt und ich musste meine Hände auf die Motorhaube legen. Ich hatte wirklich Angst. Sie sagen, dass sie das für die Last wegen machen, dass die Autos und Pickups unseren Weg verwenden können. Dort ist schon eine Lücke in der Baumreihe. Die Bäume sollten sie nicht fällen. Sie wollen Michael Forbes treffen. Dort hinten ist seine Wasserquelle. Wir werden zu Mike gehen und mal nachschauen. Mike, du wirst Probleme mit dem Wasser haben. Ich bin entsetzt, das zu sehen. Ich glaube, sie bauen eine Straße und die Bäume werden gefällt. Furchtbar. This is absolutely horrendous.
Ich sehe Herrn Forbes und die widerlichen Zustände, in denen er lebt. Und andere Leute müssen das auch sehen. Es war an der Zeit, dass jemand etwas sagt. Es herrschen Slum-ähnliche Zustände. Es ist eine Schande, dass andere Leute das ansehen müssen. Herr Forbes ist kein Mann, auf den die Menschen in Schottland stolz sein können. Herr Forbes wird von den Leuten hier nicht respektiert. Anwohner haben sich an uns gewandt. Sie haben uns Briefe geschrieben, dass dieser Typ alles möglich ist. Das sage nicht ich, das sagen die. Herr Forbes lebt in einer widerlichen, schweineartigen Umgebung. Mr. Forbes lives in a pig-like atmosphere. It's disgusting. Michael Forbes und seine Freunde sind absolut nette, authentische, ehrliche Menschen. Sehr aufrichtige Leute. Es ist eine große Freude, ein Projekt mit ihnen durchzuführen. David McHugh ist ein Künstler und er hat mich gefragt, ob er hier eine Ausstellung machen kann. Ich habe gesagt, ja, wenn du magst. Wir wollten die Ausstellung in einem Zelt machen, aber er wollte diese Scheune hier haben. Ich weiß nicht warum, aber er wollte unbedingt die Scheune haben. Die schlechteste Scheune, die ich habe, aber er wollte sie unbedingt haben. Ich denke, wir lassen das jetzt so. Ich liebe diese Scheune. Sobald man hier zu arbeiten beginnt, bringt es die Dinge in einen neuen Kontext. Genau so, wie ich es mir erhofft hatte. Es war großartig, Michaels Frau Sheila kennenzulernen. Was um Himmels Willen machst du hier? Sie ist sehr temperamentvoll und hat einen großartigen Sinn für Humor. Sie hat Persönlichkeit. Manchmal hält sie sich zurück, aber manchmal ist es ihr wichtig, auch gehört zu werden. Das Bild steht dafür, dass hinter jedem erfolgreichen Mann eine starke Frau steht. Ich wollte für mich selbst herausfinden, was hier passiert, was die Wahrheit ist. Wie etwa die Präsenz von Trumps Sicherheitsleuten. Das ist sehr stressig für Sheila und Michael und natürlich auch für Molly. Das ist ihr Zuhause. Und da ist ein Fahrzeug, das ständig ihr Land umkreist. Das ist einschüchternd. Sogar ich habe das gespürt in der einen Woche, in der ich hier war. Für mich ist das die typische Trump-Pose, die er sehr oft einnimmt. Seine Gesten und Körpersprache sind schon fast wie eine Marke. Mit den vielen Dollarnoten habe ich mich auf Warhol bezogen. Es ist wie eine Backsteinmauer. Man stößt an eine Backsteinmauer, eine Sackgasse. In den Medien hört man von diesem Ort, Michaels Haus. Es wird darüber geredet, als wäre es ein Slum, was es sicherlich nicht ist. Ich habe die Möglichkeit bekommen, das Innere dieser Scheune, von der wir immer nur das Äußere sehen, sichtbar zu machen. Dadurch bekommt man einen Einblick in die Geschichte, das Erbe dieses Orts. Vom hinteren Scheunentor aus sieht man die anderen Häuser, die alle, wenn es nach Trump geht, ebenfalls zwangsenteignet werden sollen. Der Ort war einfach perfekt. Wenn 20 Leute kommen, bin ich glücklich. Gekommen sind weit mehr. Die Ausstellung wurde zu einer Solidaritätskundgebung für Michael Forbes und die anderen, denen Enteignung droht. Fürchterlich schlechter Geschmack. Das ist natürlich sehr passend. Ich wollte die Sache interaktiv machen. Das war mir sehr wichtig. Die Besucher sollten nicht einfach passiv auf meine Ausstellungsstücke schauen. Manche Kunstwerke habe ich schon auf Davids Computer gesehen, aber auf dem Computer schauen sie ganz anders aus. Die Stimmung ist sehr freundschaftlich, es sind viele gekommen. Das ist schön zu sehen, es ist eine Unterstützung für die Anwohner. Mein Vater war ein Lachsfischer. Ich bin an diesem Strand hier geboren. Später sind wir weiter ins Land des Inneren gezogen. Dann hat er einen Job als Hochseefischer bekommen. Also sind wir nach Aberdeen gezogen. Und mit 14,5 Jahren hatte ich genug von Aberdeen und bin wieder hierher gezogen, um mit meinem Onkel zu arbeiten. I got it.
Ich bin nicht so gut wie die Kinder, aber sie schummeln. Sie werfen den Ball direkt in seinen Hals. In den Bildern von Trump liegt der Akzent auf Rot, der Ärger, die Wut. Michaels Bilder sind in kühlen Blau gehalten und beruhigend im Grün. Das symbolisiert die Unterschiede zwischen ihnen, was sie wollen und was ihre Absichten sind. Seine Absichten sind sehr egoistisch und eigennützig. Die Art, wie sie ihren Reichtum und ihre Einstellung zeigen. Es ist ein Kontrast zu dem, was hier gerade los ist. Aber man würde das erwarten. Donald Trump ist eine internationale Person und Michael ist sehr bodenständig. Er wird von seinen Nachbarn und Freunden und den Menschen, die ihn kennen, sehr geschätzt. Es sind sehr viele Leute hier und noch viel mehr da draußen, die uns unterstützen. Das ist ganz großartig. Die Berichte sind absolut einseitig und zugunsten von Trump. Seine negativen und destruktiven Kommentare über dich zu drucken, das ist ja persönlich, nicht? In der Welt herumzufliegen ist ein absoluter Luxus und einen extravaganten Golfplatz zu errichten, um amerikanische Golfer anzulocken, steht in absolutem Gegensatz zu unserer umweltbewussten Lebensweise. Es war ein Samstag. Michael hat seinen Land Rover und Sheilas Auto gewaschen. Plötzlich kamen nur noch ein paar Tropfen aus dem Schlauch. Da war kein Wasser mehr. Er ist zu mir rübergekommen und hat gesagt, dass ich sparsam mit dem Wasser umgehen soll, weil er glaubt, dass es ausgehen wird. Sehen Sie die Baumreihe dort hinten? Gleich dort am Ende ist meine Wasserquelle. Wie man sieht, fährt der LKW gerade dort herum. Sie haben die Straße auf meine Quelle gebracht. Ich glaube, dass mein Wasser wichtiger als eine verdammte Straße ist, aber nicht für die. Ich habe angerufen, sie haben gesagt, dass sie es richten werden, aber ich warte immer noch. Man sollte glauben, dass das wichtiger ist. Schau, kein Wasser, alles trocken. Wie lange dauert das jetzt schon? Seit letzten Samstag. Am Freitag haben sie dort gegraben und Houston ist hingegangen und hat sich beschwert, dass es kein Wasser gibt. Sie haben gesagt, dass sie es sofort richten werden. Das ist jetzt eine Woche her und ich warte immer noch. Ich habe die Polizei gerufen, aber die kommen nicht. Wenn ich ihnen das Wasser abgedreht hätte, wäre ich schon längst verhaftet. Ich bin stocksauer, ich habe bald kein sauberes Gewand mehr und der Abwasch häuft sich. Man braucht Wasser. Ich habe Wasser aus dem Bach geholt, um mich zu waschen. Das ist nicht richtig. Ich brauche das Wasser für meine Hühner, weil sie sehr viel trinken. Und für meine Pflanzen und meine zwei Gewächshäuser. Also habe ich die Schubkarre und die Gießkanne genommen und ein Stück Seil an einen Farbtopf gebunden. Und ich habe den Topf in den Bach gehalten, die Gießkanne angefüllt und bin mit der Schubkarre wieder zurückgefahren. Und Michael hat mir das bisschen gebracht, das er noch hatte, als Trinkwasser. Nichts trocken. Das ist nur wieder eine Schikane von Trump, um den Leuten das Leben schwer zu machen. Ich bin stocksauer, dass die Polizei auf seiner Seite steht. Die sagen, dass sie nicht parteiisch sind. Natürlich sind sie es. Du warst noch nie im Büro von Trumps Leuten? Nein, noch nie. Ein neues Gebiet. Hallo, ich bin Anthony, ich bin Filmemacher. Und das ist mein Kollege Richard. Wir haben heute Morgen mit Michael Forbes gedreht und er sagt, dass er seit einer Woche kein Wasser hat. Das ist richtig. Es gab ein Problem mit der Quelle. Kann ich Ihre Karte haben? Ja, kein Problem. Alles, was Sie momentan wissen, ist, dass der kein Wasser hat. Suchen Sie einen Entschuldigen? Nein, ich recherchiere nur die Fakten. Das ist keine Anschuldigung. Ich versuche herauszufinden, warum Michael seit einer Woche kein Wasser hat. Wollen Sie, dass wir darüber diskutieren? Filmen Sie das? Ja. Sie dürfen hier nicht filmen. Okay, entschuldigen Sie. Ich dachte, dass Sie erklären, was passiert.
Es geht doch. Dann gehen Sie halt und reparieren Sie sein Wasser. Ich habe es nicht kaputt gemacht. Gehen Sie. Aber Sie waren das. Gut, gehen Sie jetzt, damit wir es reparieren können. Er kann nicht mal die Klospülung benutzen. Aus dem Wasserhahn kommt kein Tropfen. Er hat den Abwasch von einer Woche. Sie erwähnen immer eine Woche. Ist das nur eine Phrase? Er hat seit einer Woche kein Wasser. Soll er noch eine warten? Ich weiß es nicht. Also arbeitet jemand daran? Nein, im Moment nicht. Warum nicht? Weil wir zuerst untersuchen müssen, um dem Mann die Wasserversorgung wiederherzustellen. So ist das Prozedere. Also, schönen Tag noch. Es ist ein schöner Tag zum Filmen. Haben Sie sich angemeldet? Da ist niemand im Büro. Gut, dann können Sie sich heute nicht registrieren. Sie dürfen nicht hier sein. Ihr werdet die Konsequenzen tragen müssen, wenn ihr das Gesetz gebrochen habt, das eine Baustelle schützt. Ich breche keine Gesetze. Sind Sie sicher? Ja. Ist das eine teure Kamera? Es ist so ein Chaos. Wir haben offenbar einen neuen See bekommen. Ich weiß nicht, was Herr Trump macht. Er hat ja alles aufgegraben. Oh, hier kommt die Polizei. Jetzt kannst du sie filmen. Dann sind schon Trumps Sicherheitsleute gekommen und haben der Polizei gesagt, dass du gerade bei Susie Munro bist. Und dann sind sie weitergefahren. Bevor sie weg waren, habe ich sie gefragt, wen sie verhaften werden. Sie haben gesagt, dass sie niemanden verhaften. Sie sind die Guten. Mit allem Respekt, würden Sie bitte die Kamera ausschalten? Um was geht es? Ich wette, die Trump-Leute haben die Polizei über deinen Besuch im Büro informiert. Das ist so krank. Das wird es sein, darum sind sie hier. Ich hoffe, sie kümmern sich um das Wasser. Es ist eine absolute Schande, eine Woche kein Wasser zu haben. Sie haben die ganze Erde und den Sand abgetragen. Jetzt ist alles so gut wie flach. Das wird Überschwemmungsgebiet werden, das wird alles Sumpf. Der Hausverstand sagt, dass das Wasser Richtung Meer rinnt. Das würde jeder sagen. Das muss wiederhergestellt werden. Ich glaube, die Umweltgeschichte wird das nächste große Thema. Wir werden sehen, was passieren wird. Wer ist hier verantwortlich? Wieso verantwortlich? Warum sind Sie hier? Kann ich bitte Ihren Namen los, bevor sie kaputt wird? Das nächste, was ich weiß, ist, dass du auf der Motorhaube von Findlers Wagen gelegen bist und der Polizist dich attackiert hat. Und er hat versucht, dir die Kamera wegzunehmen. Immer noch, ohne den Grund zu nennen, was du getan hast. Es war absolut nicht in Ordnung. Sie haben dir die Handschellen angelegt und dein Handgelenk war aufgeschürft. Das war absolut nicht in Ordnung. Es ist 8.30 Uhr am Abend. Ich bin gerade wieder in meinem Auto, nachdem ich 4 Stunden in einer Zelle war. Sie haben unsere Kamera und unser Material beschlagnahmt. Susan hat mir davon erzählt. Ich war sehr bestürzt. Ein netter Mann wie Anthony ist verhaftet worden. Ich konnte nicht schlafen. Ich habe mir gedacht, wie furchtbar die Leute von Trump sind. Sie sind ein Horror. Haben Sie das Gefühl, dass die Polizei auf der Seite von Trump steht? Definitiv. Michael hat sie wegen dem Wasser angerufen. Und sie hätten sich nicht weniger kümmern können. Das ist der Mann. Donald Trump, der große Amerikaner, möchte seinen Bund kaufen und der sagt nein. Ah, ich brauche es nicht wirklich. Das ist nicht dort, wo wir bauen. Es ist am Rande. Wenn ich es kaufe, wäre das gut, aber ich brauche es nicht wirklich. Sie benutzen mich als Ausrede, dass Sie nicht weiterbauen. Sie sagen, mein Haus und Hof sind ein Schweinestall oder sowas. Aber es ist ein Arbeitsplatz. Hier liegen Dinge herum. Ich werfe nichts weg, weil ich nicht weiß, was ich noch brauchen könnte. Ich bin mir sicher, dass andere Bauern auch nichts wegwerfen.
Ich war entsetzt, was sie als nächstes gemacht haben. Auf Michaels Land, das sie kaufen wollen. Ich habe meine Besitzurkunde mitgenommen und gesagt, dass sie besser alles wieder dorthin stellen, wo es hingehört. Zwei Polizisten waren da. Ich habe geschrien und gefragt, wer hier verantwortlich ist. Sie haben nichts getan. Sie haben zugeschaut, während die unsere Pflöcke herausgerissen und den neuen Zaun aufgestellt haben. Ich habe versucht, ihnen auf der Besitzurkunde zu zeigen, was mir gehört. Aber es hat sie nicht interessiert. Sie haben gesagt, dass sie hier sind, um sicherzugehen, dass kein Schaden angerichtet wird. Was heißt Schaden? Sie haben einen ganzen Grund auseinandergenommen. Die haben Trump Security gerufen. Da kommen sie. Jetzt haben sie eine Straße gemacht. Das ist mein Land und jetzt gehört es ihnen. Ich habe genug gesehen. Trumps Leute haben Michael Forbes Zaun herausgerissen und versetzt. Michaels Grundstück ist so um einiges kleiner. Andy Whiteman. Schön, dich zu sehen. Es ist verrückt, was hier los ist. Ich bin froh, dass du darüber lachen kannst. Wenn du einen Streit mit dem Nachbarn hast, wem welches Land gehört, versuchst du es freundschaftlich zu regeln und würdest letztendlich zum Gericht gehen. Du nimmst es dir nicht einfach. Das ist das, was sie gemacht haben. Wenn das jeder so machen würde, würde es im ganzen Land Streit geben. Die Polizei hat recht, dass sie sich hier nicht einmischen können. Es ist kein Fall für die Polizei, kein Kriminalfall. Es ist eine zivilrechtliche Angelegenheit. Dass Trump glaubt, ihm gehört das Land, das ist eine zivilrechtliche Angelegenheit. Bevor das alles passiert ist, haben sie eine Linie gezogen mit kleinen roten Flaggen. Sie haben sie hier auf meinem Grund aufgestellt. Ich habe sie alle rausgenommen. Und ich wurde wegen Diebstahl angezeigt. Überall waren diese roten Flaggen. Sie waren eine Gefahr. Mein Enkelsohn spielt da. Und das ist ein scharfkantiger Draht. Ich habe 27 Flaggen entfernt. Ist die Strafe noch aufrecht? Der Staatsanwalt hat mir einen Brief geschickt, in dem stand, dass sie die Anklage fallen gelassen haben. Aber wenn ich noch einmal so etwas mache, werde ich bestraft. Sie sagen, ich bin schuldig. Ich hätte es vorgezogen, das vor Gericht auszutragen. Für mich ist das eine Doppelmoral und eine starke politische Einflussnahme. Ist Ihnen sowas jemals untergekommen? Nein, das ist beispiellos. Das ist dumm, nicht? Sie haben dort einen Eingang gemacht, der geht nirgendwo hin. Wie kann Trump behaupten, dass das besser ist als Natur? Der Mann lebt in seiner eigenen Welt. Diese Flagge steht für Freiheit und für ein Land, das du liebst. Das war einmal so, bis die Regierung ihnen das Recht gegeben hat, es zu zerstören. 35 Jahre habe ich die Scottish National Party gewählt, aber ich werde sie nie wieder wählen. Die sind schlecht für unser Land. Sie geben es den Amerikanern. Der amerikanische Tycoon Donald Trump ist nach Aberdeen gekommen, um eine Ehrenauszeichnung der Robert Gordon Universität zu erhalten. Der amerikanische Milliardär Donald Trump trotzt seinen Kritikern und nimmt das Ehrendoktorat der Robert-Gordon-Universität in Aberdeen an. Er hat angekündigt, den größten Golfplatz der Welt im Bezirk Aberdeenshire zu errichten. Die Robert-Gordon-Universität in Aberdeen hat heute die enorme Fähigkeit des US-Tycoons Geld zu machen gewürdigt. Er ist nun Doktor der Betriebswirtschaft. Können wir das Sie sind gefeuert Gesicht nochmal haben? Vielen Dank. Sie schwirren wie die Fliegen um ihn, immer wenn er da ist. Es ist wie ein schlechter Scherz. Es ist so falsch. All diese Leute kommen, reich und schön, und sagen, ja, Herr Trump, nein, Herr Trump. Was hat er gemacht, um das zu verdienen? Er zerstört einen Ort von wissenschaftlichem Interesse, eine wunderschöne Bühnenlandschaft. Gehen Sie bitte zurück. Das ist nur für geladene Gäste. Schalten Sie die Kamera aus. Mr. Trump, kann ich Ihnen ein paar Fragen stellen?
Die Menschen lieben, was wir machen. Sie lieben, dass ich hunderte Millionen Pfund investiere, um hier zu bauen. Sie lieben es, dass ich viele Jobs schaffen werde. Mr. Trump schätzt diese einzigartige Dünenlandschaft nicht. Nichts wird je wieder so sein wie vorher. Die Bedingungen werden sich ändern. Diese Chemikalien auf dem Gras, ich frage mich, wo das alles enden soll. Streit um die Grundstücksgrenzen gibt es plötzlich auch bei David Milne. Ich gehe jetzt zur Polizei und sage ihnen, dass sie den Fall übernehmen sollen. Ich habe auch mit einem Anwalt gesprochen. Ich rufe an in Bezug auf eine Aktenzahl, die Ihnen schon bekannt ist, Vorgang 56 vom 18. Oktober, in anderen Worten gestern. Wir haben gestern gewisse Personen auf unserem Land erwartet, die einen Zaun abreißen wollten. Gestern ist das nicht passiert. Sie sind aber heute gekommen und haben den Zaun abgerissen. Das ist der Brief, den wir erhalten haben. Die Trump-Leute behaupten, dass ein Zaun oder ein Teil eines Schuppens oder eines anderen Gebäudes auf einem Land errichtet ist, das ihnen gehört. Sie sagen, dass sie jetzt beabsichtigen, meinen Zaun zu entfernen. Ich habe nicht einmal die Möglichkeit bekommen, den Zaun selbst zu entfernen und dass sie den neuen Zaun auf ihrer Skizze eintragen werden. Was den Schuppen anlangt, geben sie mir 72 Stunden Zeit. Andernfalls werden sie ihn über den Sheriff Court entfernen lassen. Die Doppelgarage ist hier. Okay, hier habe ich einen Schuppen, hier ist eine alte Ziegelscheune aus der Zeit der Küstenwache. Und das Haus ist in etwa hier. Dort draußen ist ein Strommast. Momentan behaupten sie, dass diese Grenze eigentlich so verläuft. Und hier versuchen sie, mir den hinteren Teil meiner Garage zu nehmen. Wir sind sehr nett gewesen. Wir haben gerade herausgefunden, dass einer von ihnen ein Haus auf unserem Land gebaut hat. Wir haben das letzte Nacht herausgefunden, als wir eine Untersuchung gemacht haben. Einer von diesen Leuten hat einen großen Teil seines Hauses auf unserem Grund, also haben wir das gecheckt. Ich bin heute nach Hause gekommen und habe gesehen, dass der Zaun fehlt. Da sieht man ein Polizeiauto heute früh gegen 8 Uhr. Es wird interessant zu sehen, zu welcher Zeit der Zaun abgerissen wurde. Sie haben die Stromleitungen gestern gekappt, 240 Volt, die Stromversorgung für mein Haus. Die Arbeiter von Herrn Trump haben die Leitung mit ihren Baggern gekappt. Natürlich gab es einen Kurzschluss und wir sind alle von der Stromversorgung abgeschnitten. Man arbeitet und plötzlich ist der Strom weg. In meinen Augen ist es nicht nur Sachbeschädigung oder Vandalismus, sie haben zusätzlich auch noch Diebstahl begangen, indem sie die Leitungen von meinem Land entfernt haben. Wenn Sie sich erinnern, ist das genau das, wofür Sie Michael Forbes angeklagt haben, als er die Fähnchen entfernt hat. Den Zaun haben Sie ohne meine Erlaubnis errichtet und wollen jetzt auch noch Geld. Die beigelegte Rechnung ist nun fällig. Bitte bezahlen Sie die Hälfte, also 2820 Pfund, an Herrn Trump. Trumps Leute haben angefangen, einen Wall vor den Häusern der Anrainer aufzuschütten. Heute in der Früh bin ich aufgestanden und das ganze Haus hat gewackelt. Es sind Dinge aus Findles Regal gefallen. Dieser Wall wird jeden Tag größer. Er ist unglaublich hoch. Hast du gefragt, was sie hier bauen? Findlay hat sie gefragt. Was haben sie gesagt? Eine Anweisung von Herrn Trump. Die ganze Erde hierher zu bringen? Ja, um unsere Aussicht zu blockieren, um uns zu schikanieren. Der Wall ist absolut sinnlos. Sie haben eine Woche, 10 Tage gebraucht, um ihn zu bauen. Es steckt also jede Menge Zeit und Arbeit dahinter, sehr viel Anstrengung für keinen richtigen Zweck. Zu sehen, es ist eine Unterstützung für die Anwohner. Mein Vater war ein Lachsfischer. Ich bin an diesem Strand hier geboren. Später sind wir weiter ins Landesinnere gezogen. Dann hat er einen Job als Hochseefischer bekommen. Also sind wir nach Aberdeen gezogen. Und mit 14,5 Jahren hatte ich genug von Aberdeen und bin wieder hierher gezogen, um mit meinem Onkel zu arbeiten. Ich bin nicht so gut wie die Kinder, aber sie schummeln. Sie werfen den Ball direkt in seinen Hals. In den Bildern von Trump liegt der Akzent auf Rot, der Ärger, die Wut. Michaels Bilder sind im kühlen Blau gehalten und beruhigend im Grün. Das symbolisiert die Unterschiede zwischen ihnen, was sie wollen und was ihre Absichten sind.
Seine Absichten sind sehr egoistisch und eigennützig. Die Art, wie sie ihren Reichtum und ihre Einstellung zeigen. Es ist ein Kontrast zu dem, was in kühlen Blau gehalten und beruhigenden Grün. Das symbolisiert die Unterschiede zwischen ihnen, was sie wollen und was ihre Absichten sind. Seine Absichten sind sehr egoistisch und eigennützig. Die Art, wie sie ihren Reichtum und ihre Einstellung zeigen. Es ist ein Kontrast zu dem, was hier gerade los ist. Aber man würde das erwarten. Donald Trump ist eine internationale Person und Michael ist sehr bodenständig. Er wird von seinen Nachbarn und Freunden und den Menschen, die ihn kennen, sehr geschätzt. Es sind sehr viele Leute hier und noch viel mehr da draußen, die uns unterstützen. Das ist ganz großartig. Die Berichte sind absolut einseitig und zugunsten von Trump. Seine negativen... Diese Flagge steht für Freiheit und für ein Land, das du liebst. Das war einmal so, bis die Regierung ihnen das Recht gegeben hat, es zu zerstören. 35 Jahre habe ich die Scottish National Party gewählt, aber ich werde sie nie wieder wählen. Die sind schlecht für unser Land. Sie geben es den Amerikanern. They've done this country wrong. They're giving it away to the Americans. Der amerikanische Tycoon Donald Trump ist nach Aberdeen gekommen, um eine Ehrenauszeichnung der Robert Gordon Universität zu erhalten. Der amerikanische Milliardär Donald Trump trotzt seinen Kritikern und nimmt das Ehrendoktorat der Robert Gordon Universität in Aberdeen an. Er hat angekündigt, den größten Golfplatz der Welt im Bezirk Aberdeenshire zu errichten. Die Robert Gordon Universität in Aberdeen hat heute... Sie haben die ganze Erde und den Sand abgetragen. Jetzt ist alles so gut wie flach. Das wird Überschwemmungsgebiet werden. Das wird alles Sumpf. Der Hausverstand sagt, dass das Wasser Richtung Meer rennt. Das würde jeder sagen. Das muss wiederhergestellt werden. Ich glaube, die Umweltgeschichte wird das nächste große Thema. Wir werden sehen, was passieren wird. Wer ist hier verantwortlich? Wieso verantwortlich? Warum sind Sie hier? Kann ich bitte Ihren Namen hören? Los, bevor sie kaputt wird. Das nächste, was ich weiß, ist, dass du auf der Motorhaube von Findlers Wagen gelegen bist und der Polizist dich attackiert hat. Und er hat versucht, dir die Kamera wegzunehmen. Immer noch, ohne den Grund zu nennen, was du getan hast. Es war absolut nicht in Ordnung. Sie haben dir die Handschellen angelegt und dein Handgelenk war aufgeschürft. Das war absolut nicht in Ordnung. Geld zu machen, gewürdigt. Er ist nun Doktor der Betriebswirtschaft. Können wir das Sie sind gefeuert Gesicht nochmal haben? Vielen Dank. Sie schwirren wie die Fliegen um ihn, immer wenn er da ist. Es ist wie ein schlechter Scherz. Es ist so falsch. All diese Leute kommen, reich und schön, und sagen, ja, Herr Trump, nein, Herr Trump. Was hat er gemacht, um das zu verdienen? Er zerstört einen Ort von wissenschaftlichem Interesse, eine wunderschöne Bühnenlandschaft. Gehen Sie bitte zurück. Das ist nur für geladene Gäste. Schalten Sie die Kamera aus. Mr. Trump, kann ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Die Menschen lieben, was wir machen. Sie lieben, dass ich... Ah, ich brauche es nicht wirklich. Das ist nicht dort, wo wir bauen. Es ist am Rande. Wenn ich es kaufe, wäre das gut, aber ich brauche es nicht wirklich. Sie benutzen mich als Ausrede, dass Sie nicht weiterbauen. Sie sagen, mein Haus und Hof sind ein Schweinestall oder sowas. Aber es ist ein Arbeitsplatz. Hier liegen Dinge herum. Ich werfe nichts weg, weil ich nicht weiß, was ich noch brauchen könnte. Ich bin mir sicher, dass andere Bauern auch nichts wegwerfen.
Ich war entsetzt, was sie als nächstes gemacht haben. Auf Michaels Land, das sie kaufen wollen. Ich habe meine Besitzurkunde mitgenommen und gesagt, dass sie besser alles wieder dorthin stellen, wo es hingehört. Zwei Polizisten waren da. Ich habe geschrien und gefragt, wer hier verantwortlich ist. Sie haben nichts getan. Sie haben zugeschaut, während die unsere Pflöcke herausgerissen und den neuen Zaun aufgestellt haben. Ich habe versucht, Ihnen auf der Besitzurkunde zu zeigen, was mir gehört. Aber es hat Sie nicht interessiert. Sie haben gesagt, dass Sie hier sind, um sicherzugehen, dass kein Schaden angerichtet wird. Was heißt Schaden? Sie haben einen ganzen Grund auseinandergenommen. Die haben Trump Security gerufen. Da kommen Sie. Jetzt haben Sie eine Straße gemacht. Das. David McHugh ist ein Künstler und er hat mich gefragt, ob er hier eine Ausstellung machen kann. Ich habe gesagt, ja, wenn du magst. Wir wollten die Ausstellung in einem Zelt machen, aber er wollte diese Scheune hier haben. Ich weiß nicht warum, aber er wollte unbedingt die Scheune haben. Die schlechteste Scheune, die ich habe, aber er wollte sie unbedingt haben. Ich denke, wir lassen das jetzt so. Ich liebe diese Scheune. Sobald man hier zu arbeiten beginnt, bringt es die Dinge in einen neuen Kontext. Genau so, wie ich es mir erhofft hatte. Es war großartig, Michaels Frau Sheila kennenzulernen. Was um Himmels Willen machst du hier? Sie ist sehr temperamentvoll und hat einen großartigen Sinn für Humor. Sie hat Persönlichkeit. Manchmal hält sie sich zurück, aber manchmal ist es ihr wichtig, auch gehört zu werden. Hallo allerseits. Sie kennen alle Martin Hartree. Er ist Architekt dieses Projekts. Wie geht es Ihnen? Schön, Sie zu sehen. Das ist der Chef vom schottischen Fernsehen. Sehr gut, ich mag das schottische Fernsehen. Gefällt mir. Eine Zeitung hatte die Schlagzeile, Trump traf auf zwei Demonstranten, zwei Personen und einen Hund. Der Hund war der, vor dem ich Angst hatte. Der hat wirklich böse geschaut. Der Hund sah intelligent aus. Genau. Bis später. Meine Augen sind nicht mehr so gut wie früher. Heuer habe ich die Gänse das erste Mal im März gesehen. Und letztes Jahr im Februar. Diese zwei kommen jedes Jahr wieder. Wir wissen, dass es die gleichen sind, weil sie so lange Hälse haben. Es sind wunderschöne Vögel. Die Art, wie sie ihren Reichtum und ihre Einstellung zeigen. Es ist ein Kontrast zu dem, was hier gerade los ist. Aber man würde das erwarten. Donald Trump ist eine internationale Person und Michael ist sehr bodenständig. Er wird von seinen Nachbarn und Freunden und den Menschen, die ihn kennen, sehr geschätzt. Es sind sehr viele Leute hier und noch viel mehr da draußen, die uns unterstützen. Das ist ganz großartig. Die Berichte sind absolut einseitig und zugunsten von Trump. Seine negativen und destruktiven Kommentare über dich zu drucken, das ist ja persönlich, nicht? In der Welt herumzufliegen ist ein absoluter Luxus und einen extravaganten Golfplatz zu errichten, um amerikanische Golfer anzulocken, steht in absolutem Gegensatz zu unserer umweltbewussten Lebensweise. Es war ein Samstag. Michael hat Es ist erschreckend. Seine Sicherheitsleute. Vor ein paar Wochen, sie sind aus dem Nichts gekommen, haben mein Auto gestoppt und ich musste meine Hände auf die Motorhaube legen. Ich hatte wirklich Angst. Sie sagen, dass sie das für die Last wegen machen, dass die Autos und Pickups unseren Weg verwenden können. Dort ist schon eine Lücke in der Baumreihe. Die Bäume sollten sie nicht fällen. Sie wollen Michael Forbes treffen. Dort hinten ist eine Wasserquelle. Wir werden zu Mike gehen und mal nachschauen. Mike, du wirst Probleme mit dem Wasser haben. Ich bin entsetzt, das zu sehen. Ich glaube, sie bauen eine Straße und die Bäume werden gefällt. Furchtbar. I think it's a road and that these trees are coming down. This is absolutely horrendous.
Ich sehe Herrn Forbes und die widerlichen Zustände, in denen er lebt. Und andere Leute müssen das auch sehen. Es war an der Zeit, dass jemand etwas sagt. Es herrschen Slum-ähnliche Zustände. Es ist eine Schande, dass andere Leute das ansehen müssen. Herr Forbes ist kein Mann, auf den die Menschen in Schottland stolz sein können. Herr Forbes wird von den Leuten hier nicht respektiert. Seine Haare sind ihm in allen Richtungen gestanden. Da ist er, unter dem roten Regenschirm. Dort, wo er gerade steht, ein bisschen weiter rechts, will er sein Clubhaus bauen. An diesem Platz kommt es allerdings zu Überschwemmungen, weil das ganze Wasser hier runterrinnt. Er wird Schwierigkeiten haben, hier ein Clubhaus zu bauen, solange es nicht auf Stelzen steht. Es sollte egal sein, ob der Bewerber Mutter Teresa von Kalkutta ist und sie mit diesem Bauprojekt Geld für die Armen sammeln würde. Oder, wie in diesem Fall, Donald Trump. Ich glaube, 2006 war der erste offizielle Besuch von Herrn Trump in Schottland. Donald Trump plant, in der Nähe von Aberdeen zwei Golfplätze, ein Hotel mit 450 Zimmern, Ferienappartements sowie Golfvillen zu errichten. Eine Investition von 1 Milliarde Pfund. Oh, ich habe bald kein sauberes Gewand mehr. Der Abwasch häuft sich. Man braucht Wasser. Ich habe Wasser aus dem Bach geholt, um mich zu waschen. Das ist nicht richtig. Ich brauche das Wasser für meine Hühner, weil sie sehr viel trinken. Und für meine Pflanzen und meine zwei Gewächshäuser. Also habe ich die Schubkarre und die Gießkanne genommen und ein Stück Seil an einen Farbtopf gebunden. Und ich habe den Topf in den Bach gehalten, die Gießkanne angefüllt und bin mit der Schubkarre wieder zurückgefahren. Und Michael hat mir das bisschen gebracht, das er noch hatte, als Trinkwasser. Nichts trocken. Das ist nur wieder eine Schikane von Trump, um den Leuten das Leben schwer zu machen. Ich bin stocksauer, dass die Polizei auf seiner Seite steht. Die sagen, dass sie nicht parteiisch sind. Natürlich sind sie es. Du warst noch nie im Büro von Trumps Leuten? Nein, noch nie. Ein neues Gebiet. Hallo, ich bin Anthony. Ich bin Filmemacher. Und das ist mein Kollege Richard. Wir haben heute Morgen mit Michael Forbes gedreht und er sagt, dass er seit einer Woche kein Wasser hat. Das ist richtig. Es gab ein Problem mit der Quelle. Kann ich Ihre Karte haben? Ja, kein Problem. Alles, was Sie momentan wissen, ist, dass der kein Wasser hat. Suchen Sie einen Schuldigen? Nein, ich recherchiere nur die Fakten. Das ist keine Anschuldigung. Ich versuche herauszufinden, warum Michael seit einer Woche kein Wasser hat. Wollen Sie, dass wir darüber diskutieren? Filmen Sie das? Ja. Sie dürfen hier nicht filmen. Okay, entschuldigen Sie. Ich dachte, dass Sie erklären, was passiert. Es geht doch. Dann gehen Sie halt und reparieren Sie sein Wasser. Ich habe es nicht kaputt gemacht. Gehen Sie. Aber Sie waren das. Gut, gehen Sie jetzt, damit wir es reparieren können. Er kann nicht mal die Klospülung benutzen. Aus dem Wasserhahn kommt kein Tropfen. Er hat den Abwasch von einer Woche. Sie erwähnen immer eine Woche. Ist das nur eine Phrase? Er hat seit einer Woche kein Wasser. Soll er noch eine warten? Ich weiß es nicht. Also arbeitet jemand daran? Nein, im Moment nicht. Warum nicht? Weil wir zuerst untersuchen müssen, um dem Mann die Wasserversorgung wiederherzustellen. So ist das Prozedere. Also, schönen Tag noch. Es ist ein schöner Tag zum Filmen. Haben Sie sich angemeldet? Da ist niemand im Büro. Gut, dann können Sie sich heute nicht registrieren. Sie dürfen nicht hier sein. Ihr werdet die Konsequenzen tragen müssen, wenn ihr das Gesetz gebrochen habt, das eine Baustelle schützt. Ich breche keine Gesetze. Sind Sie sicher? Ja. Ist das eine teure Kamera? Es ist so ein Chaos. Wir haben offenbar einen neuen See bekommen. Ich weiß nicht, was Herr Trump macht. Er hat ja alles aufgegraben. Oh, hier kommt die Polizei. Jetzt kannst du sie filmen.
Dann sind schon Trumps Sicherheitsleute gekommen und haben der Polizei gesagt, dass du gerade bei Susie Munro bist. Und dann sind sie weitergefahren. Bevor sie weg waren, habe ich sie gefragt, wen sie verhaften werden. Sie haben gesagt, dass sie niemanden verhaften. Sie sind die Guten. Mit eurem Respekt, würden Sie bitte die Kamera ausschalten? Um was geht es? Ich wette, die Trump-Leute haben die Polizei über deinen Besuch im Büro informiert. Das ist so krank. Das wird es sein, darum sind sie hier. Ich hoffe, sie kümmern sich um das Wasser. Es ist eine absolute Schande, eine Woche kein Wasser zu haben. Sie haben die ganze Erde und den Sand abgetragen. Jetzt ist alles so gut wie flach. Das wird Überschwemmungsgebiet werden, das wird alles Sumpf. Der Hausverstand sagt, dass das Wasser Richtung Meer rennt. Das würde jeder sagen. Das muss wiederhergestellt werden. Ich glaube, die Umweltgeschichte wird das nächste große Thema. Wir werden sehen, was passieren wird. Wer ist hier verantwortlich? Wieso verantwortlich? Warum sind Sie hier? Kann ich bitte Ihre Namen hören? Los, bevor sie kaputt wird. Das nächste, was ich weiß, ist, dass du auf der Motorhaube von Findlers Wagen gelegen bist und der Polizist dich attackiert hat. Und er hat versucht, dir die Kamera wegzunehmen. Immer noch, ohne den Grund zu nennen, was du getan hast. Es war absolut nicht in Ordnung. Sie haben dir die Handschellen angelegt und dein Handgelenk war aufgeschürft. Das war absolut nicht in Ordnung. Es ist 8.30 Uhr am Abend. Ich bin gerade wieder in meinem Auto, nachdem ich 4 Stunden in einer Zelle war. Sie haben unsere Kamera und unser Material beschlagnahmt. Susan hat mir davon erzählt. Ich war sehr bestürzt. Ein netter Mann wie Anthony ist verhaftet worden. Ich konnte nicht schlafen. Ich habe mir gedacht, wie furchtbar die Leute von Trump sind. Sie sind ein Horror. Haben Sie das Gefühl, dass die Polizei auf der Seite von Trump steht? Definitiv. Michael hat sie wegen dem Wasser angerufen. Und sie hätten sich nicht weniger kümmern können. Das ist der Mann. Donald Trump, der große Amerikaner, möchte seinen Bund kaufen und der sagt nein. Ah, ich brauche es nicht wirklich. Das ist nicht dort, wo wir bauen. Es ist am Rande. Wenn ich es kaufe, wäre das gut, aber ich brauche es nicht wirklich. Sie benutzen mich als Ausrede, dass Sie nicht weiterbauen. Sie sagen, mein Haus und Hof sind ein Schweinestall oder sowas. Aber es ist ein Arbeitsplatz. Hier liegen Dinge herum. Ich werfe nichts weg, weil ich nicht weiß, was ich noch brauchen könnte. Ich bin mir sicher, dass andere Bauern auch nichts wegwerfen. Ich war entsetzt, was Sie als Nächstes gemacht haben. Auf Michaels Land, das Sie kaufen wollen. Ich habe meine Besitzurkunde mitgenommen und gesagt, dass sie besser alles wieder dorthin stellen, wo es hingehört. 2 Polizisten waren da. Ich habe geschrien und gefragt, wer hier verantwortlich ist. Sie haben nichts getan. Sie haben zugeschaut, während die unsere Pflöcke herausgerissen und den neuen Zaun aufgestellt haben. Ich habe versucht, Ihnen auf der Besitzurkunde zu zeigen, was mir gehört. Aber es hat Sie nicht interessiert. Sie haben gesagt, dass Sie hier sind, um sicherzugehen, dass kein Schaden angerichtet wird. Was heißt Schaden? Sie haben meinen ganzen Grund auseinandergenommen. Die haben Trump Security gerufen. Da kommen Sie. Jetzt haben Sie eine Straße gemacht. Das ist mein Land und jetzt gehört es Ihnen. Ich habe genug gesehen. Trumps Leute haben Michael Forbes Zaun herausgerissen und versetzt. Michaels Grundstück ist so um einiges kleiner. Andy Whiteman,
Schön, dich zu sehen. Es ist verrückt, was hier los ist. Ich bin froh, dass du darüber lachen kannst. Wenn du einen Streit mit dem Nachbarn hast, wem welches Land gehört, versuchst du es freundschaftlich zu regeln und würdest letztendlich zum Gericht gehen. Du nimmst es dir nicht einfach. Das ist das, was sie gemacht haben. Wenn das jeder so machen würde, würde es im ganzen Land Streit geben. Die Polizei hat recht, dass sie sich hier nicht einmischen können. Es ist kein Fall für die Polizei, kein Kriminalfall. Es ist eine zivilrechtliche Angelegenheit. Dass Trump glaubt, ihm gehört das Land, das ist eine zivilrechtliche Angelegenheit. Bevor das alles passiert ist, haben sie eine Linie gezogen mit kleinen roten Flaggen. Sie haben sie hier auf meinem Grund aufgestellt. Ich habe sie alle rausgenommen. Und ich wurde wegen Diebstahl angezeigt. Überall waren diese roten Flaggen. Sie waren eine Gefahr. Mein Enkelsohn spielt da. Und das ist ein scharfkantiger Draht. Ich habe 27 Flaggen entfernt. Ist die Strafe noch aufrecht? Der Staatsanwalt hat mir einen Brief geschickt, in dem stand, dass sie die Anklage fallen gelassen haben. Aber wenn ich noch einmal so etwas mache, werde ich bestraft. Sie sagen, ich bin schuldig. Ich hätte es vorgezogen, das vor Gericht auszutragen. Für mich ist das eine Doppelmoral und eine starke politische Einflussnahme. Ist Ihnen sowas jemals untergekommen? Nein, das ist beispiellos. Das ist dumm, nicht? Sie haben dort einen Eingang gemacht, der geht nirgendwo hin. Wie kann Trump behaupten, dass das besser ist als Natur? Der Mann lebt in seiner eigenen Welt. Diese Flagge steht für Freiheit und für ein Land, das du liebst. Das war einmal so, bis die Regierung ihnen das Recht gegeben hat, es zu zerstören. 35 Jahre habe ich die Scottish National Party gewählt, aber ich werde sie nie wieder wählen. Die sind schlecht für unser Land. Sie geben es den Amerikanern. Der amerikanische Tycoon Donald Trump ist nach Aberdeen gekommen, um eine Ehrenauszeichnung der Robert Gordon Universität zu erhalten. Der amerikanische Milliardär Donald Trump trotzt seinen Kritikern und nimmt das Ehrendoktorat der Robert Gordon Universität in Aberdeen an. Er hat angekündigt, den größten Golfplatz der Welt im Bezirk Aberdeenshire zu errichten. Die Robert Gordon Universität in Aberdeen hat heute die enorme Fähigkeit des US-Tycoons Geld zu machen gewürdigt. Er ist nun Doktor der Betriebswirtschaft.